Ganz herzlichen Dank für die netten Worte. Bin froh, hier zu sein. Es ist eine große Ehre, hier zu sein. Ich habe einen großen Respekt vor Entwicklern, große Angst manchmal. Und ja, ich habe beide Hüte auf, aber komme auch in beiden Bereichen immer wieder an Grenzen. Und die Grenzen will ich mit Ihnen gerne heute auch ausloten. Ich bin ursprünglich aus der Philosophie. Ich habe in den 80er Jahren Philosophie studiert, darunter auch Ethik, vor allem Tierethik. Wir sind von Konstanz aus zum Beispiel in die Schweiz gefahren, um Ställe anzuschauen. In der Schweiz durften sich Kühe sehr früh auch in Ställen frei bewegen, relativ frei. Sie mussten im Kreis gehen. Aber immerhin, sie konnten, wenn sie das wollten, herumgehen. Tierethik also in den 80er Jahren. Ich habe danach Informationswissenschaft studiert bei Rainer Kuhlen und habe dann später promoviert oder doktoriert, wie man in der Schweiz sagt, im Bereich der Wirtschaftsinformatik zu anthropomorphen Softwareagenten. Heute spreche ich über Maschinenethik, mein großes Thema seit einigen Jahren. Seit noch mehr Jahren treibe ich Informationsethik, das sind die beiden Schwerpunkte, für die ich stehe. Ich rede gerne vom Moralisieren, eigentlich hat das Wort eine völlig andere Bedeutung und eigentlich hat es eine negative Bedeutung. Und als Ethiker, der ich heute bin, moralisiere ich sehr, sehr ungern. Ich versuche mich immer mehr auf die komplett andere Seite zu schlagen und gerade nicht zu moralisieren. Und ich glaube, gute Ethik zeichnet gerade aus, dass man nicht moralisiert. Und gerade führe ich ein Interview mit einem Ableger von Telekom und die erste Frage war, wann ich zum letzten Mal unmoralisch war. Und dann habe ich geantwortet, ich bin ständig unmoralisch. Und das darf ich auch, sogar als Ethiker. Ich glaube, es wäre eine Verwechslung, wenn man annehmen würde, dass Ethiker gute Menschen sein müssten. Im Gegenteil. Ja, gut, ich bin philosophischer Ethiker, das ist vielleicht auch noch wichtig. Wir alle wissen hier im Raum, was Ethik ist, nämlich eine jahrtausendealte Disziplin aus der Philosophie stammend. Aristoteles gilt als einer der Begründer. Die nikomachische Ethik hat man damals auch im Studium natürlich gelesen oder versucht zu lesen. Damals war auch vorgeschrieben, dass man entweder Latein oder Griechisch können musste. Ich konnte beides nicht und musste das dummerweise an der Hochschule nachholen. Das hat mich fast das Studium gekostet. Ja. Ich glaube, über Frau Nahles hat man neulich gelästert, wie lange sie studiert hat. Wir haben alle so lange studiert in der Zeit. Also 20 Semester waren damals schon drin. Gut, Konstanz war auch sehr schön und wir haben den See und einen schönen Strand dort. Ja. Gut, ich würde gerne unterscheiden zwischen Ethik und Moral. Ethik ist die Disziplin und Moral ist der Gegenstand. Das ist meine einfache Unterscheidung für heute. Und die wende ich so auch immer in der Lehre an. Ich lehre an meiner Hochschule, der FHNW, Informationsethik, Maschinenethik und Wirtschaftsethik. Ich bin jetzt nicht wirklich ein Wirtschaftsethiker, aber das Fach habe ich auch noch dazu bekommen. Gut, vor allem schlägt das Herz für Informationsethik und Maschinenethik. Und diese Einteilung biete ich meinen Studierenden immer an für den Unterricht. Sie können und dürfen natürlich anders sprechen, das ist ganz klar. Aber eigentlich ist das eine Einteilung, die sich in der deutschsprachigen Philosophie so etabliert hat. Die Ethik ist die Disziplin, die Theorie, die Schule und Moral ist der Gegenstand. Ein Student von mir befragt, was der Unterschied sei zwischen Ethik und Moral, antwortete, und seitdem zitiere ich ihn, Ethik treibt man, Moral hat man. Das ist wunderschön. Ich weiß leider den Namen nicht mehr des Studenten, aber ich versuche ihn immer zu zitieren. Namenlos, genau. Die Moral hat man. Die Moral, das ist ein Setting an Wertmaßstäben, an
Wertvorstellungen, an Überzeugungen, an Ideen in Bezug auf Gut und Böse. Man hat Moral als Individuum, man hat Moral als Gruppe, als Gesellschaft und so weiter und so fort. Ich behaupte und streite darüber auch mit meinen Studierenden, dass ein Teil der Moral angeboren ist, zumindest so wie Sprache angeboren ist. Also kleine Kinder sind amoralisch, sagt man. Neulich hat wieder, ich glaube, eine Dreijährige hat auf ihre Mutter geschossen und die Mutter schwer verletzt. Das ist kein böses Kind. Das war ein Unfall. Und man sagt, die Dreijährige steht außerhalb der Moral, sie ist amoralisch. Das bedeutet nicht, dass sie unmoralisch ist. Sie entwickelt ihre Moral erst im Laufe der Zeit. Aber sie hat bestimmte Moralvorstellungen womöglich schon angeboren, so wie man Sprachfähigkeit angeboren hat. Aber das führt jetzt alles zu weit und muss mich am Riemen reißen. Kurz noch, ich grenze mich gerne ab von Moraltheologie, ich vertrete Moralphilosophie. In Deutschland spielt auch die Moraltheologie eine große Rolle, was ich persönlich bedauere, aber auch das möchte ich hier nicht vertiefen. Das ist so gewachsen im Laufe der Zeit und darüber kann man auch diskutieren. Zum Beispiel der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats ist Theologe. Ich bin mit Theologen auch befreundet. Die richtig guten Theologen sind Atheisten. Also man trifft sich immer auf einer Ebene, wo man sich verständigen kann. Aber das zur Abgrenzung, ich vertrete Moralphilosophie und das sogar in der Wirtschaftsethik. Es gibt noch eine Ausprägung der Moralökonomie, auch darauf kann ich nicht weiter eingehen, aber das treibe ich nicht mal innerhalb der Wirtschaftsinformatik. Gut, der angewandten Ethik entspringen die Bereichsethiken, die sogenannten. Jeder im Raum hat eine Vorstellung davon, zum Beispiel, was Medizinethik ist, was Wirtschaftsethik ist, was Wissenschaftsethik ist und so weiter. Und wie gesagt, ich vertrete Informationsethik. Das ist nämlich eine Bereichsethik. Und wie ich an verschiedenen Stellen definiert habe, ist die Informationsethik eine Disziplin, die sich mit der Moral der Informationsgesellschaft beschäftigt oder mit der Moral in der Informationsgesellschaft. Wir untersuchen also nicht oder kaum in moralischer Hinsicht die Information an sich, sondern wir konzentrieren uns seit jeher, das hat schon Rainer Kuhlen gemacht, der Informationsethik getrieben hat, schon sehr früh auf Informations- und Kommunikationstechnologien. Was ich damit sagen will, Informationsethik ist technisch ausgerichtet. Also wir reflektieren die Chancen und Risiken von Informations- und Kommunikationstechnologien, von Informationssystemen, von neuen Medien und so weiter und so fort. Der bekannteste Informationsethiker, in Oxford lehrend, sieht das genauso und er betreibt eine technisch ausgerichtete Informationsethik. Floridi heißt dieser bekannte Informationsethiker. Wir behaupten oder ich behaupte, dass wir in gewisser Weise im Zentrum der Bereichsethiken stehen, weil jede Bereichsethik, zum Beispiel die Medizinethik, sich heute stark mit technischen Dingen beschäftigt. Darauf werde ich auch kurz eingehen, auf Pflegeroboter. Und von daher braucht jede Bereichsethik eine Vorstellung von technischen Dingen in Verbindung mit moralischen Fragen. Und deshalb rücken wir fast zwangsläufig im Laufe der Zeit ins Zentrum der Bereichsethiken. Das ist eine provozierende Feststellung auch. Und ich habe einmal im Informatikspektrum einen Artikel eingereicht, der genau das zum Thema hatte, der behauptet hat, wir kleine Informationsethik, wir sind inzwischen so wichtig, dass wir im Zentrum stehen. Und der Gutachter hat geschrieben, total unverschämt, unbedingt publizieren. Das hat mich unheimlich gefreut. Also er hat diesen provozierenden Charakter gesehen und hat empfohlen, unbedingt bringen. Es gab keine Reaktion darauf. Wer liest Informatikspektrum? Zwei, drei Leute. Nein, gute Zeitschrift und im Grunde sind es doch nur ein paar hundert, die es lesen und niemand hat Feedback gegeben. Eine Schade. Gut, und dann hören auch die Textfolien gleich auf. Textfolien sind ja was Schlimmes, aber trotzdem wollte ich ein paar Dinge wirklich zu Papier bringen. Ich würde Informationsethik als Reflexionsdisziplin bezeichnen. Maschinenethik würde ich als Gestaltungsdisziplin begreifen. Und was bedeutet das? Wir denken über bestimmte Maschinen nach,
das tun wir, aber wir bauen sie auch. Und das ist der große Unterschied. Wer Maschinenethik ernst nimmt, baut die Maschinen, um die es geht. Das sind sogenannte moralische Maschinen und manche zucken schon bei diesem Begriff zusammen. Und natürlich gibt es auch viel Widerstand gegen solche Begriffe wie maschinelle Moral oder Moral der Maschinen. Es gab auch jahrzehntelang großen Widerstand gegen Begriffe wie künstliche Intelligenz. Und das will ich ganz kurz auch nebeneinander stellen. Wir dürfen das metaphorisch nehmen, diese Begriffe. Wir dürfen sie als Annäherung begreifen und so weiter und so fort. Aber zunächst mal der springende Punkt. In der Maschinenethik denken wir über moralische und unmoralische Maschinen nach und wir versuchen sie auch zu bauen. Deshalb tun wir uns gerne zusammen mit Experten der künstlichen Intelligenz und der Robotik. Ich komme gerade aus Stanford und dort ist ein wichtiges Gefäß für die Maschinenethik innerhalb der AAAI Frühlingssymposien, die ich sehr, sehr mag. Darauf gehe ich noch ein. Die Maschinenethik hat die Moral also von Maschinen, von teilautonomen und autonomen Maschinen zum Gegenstand. Man könnte sie Informations- und Technikethik zuschlagen, diesen Bereichsethiken. Ich bevorzuge was anderes, auch das ist etwas provokant. Ich bevorzuge die Maschinenethik neben die Menschenethik zu stellen. Menschenethik oder klassische Ethik fragt immer nach Menschen als Subjekten der Moral. Und die Maschinenethik fragt nach Maschinen, die Subjekte der Moral sein können. Alles ein heikles Feld. Können Maschinen wirklich Subjekte sein? Inwiefern? Darüber muss man diskutieren und darüber diskutiert man stark tatsächlich. Gut, und wenn man maschinenmoralische Verhaltensweisen beibringt, aus ihnen also moralische oder unmoralische Maschinen macht, kann man das moralisieren nennen. Das ist ein eigener Begriff, den ich so ins Spiel geworfen habe. Das ist eine Folie, die ich nochmals anbiete zum Vergleich Maschinenethik und künstliche Intelligenz. Ich diskutiere gerade mit Duden, wie man künstliche Intelligenz schreibt. Sie haben vorhin künstliche Intelligenz auf der Folie wunderbar dudenkonform geschrieben. Das ist so. Sie haben es klein geschrieben. Ich schreibe beides. Wenn ich die Disziplin meine, dann schreibe ich das groß. Und wenn ich den Gegenstand meine, und die Unterscheidung ist mir immer so wichtig, Disziplin und Gegenstand, dann schreibe ich das klein. Und Duden hat mir versprochen, ohne Witz, das jetzt etwas zu ändern, weil sie kennen nur künstliche Intelligenz kleingeschrieben und das halte ich für einen Fehler. Ich würde gerne beide Schreibweisen im Duden haben. Zumindest weisen sie jetzt in Zukunft auf das Problem hin und geben weitere Vorschläge. Also es lohnt sich immer wieder, mit Duden zu telefonieren. Das macht Spaß. Ja. Mein Angebot ist, die Begriffe Maschinenethik und künstliche Intelligenz als Disziplin ganz ähnlich zu gebrauchen. Maschinenethik erforscht oder produziert maschinelle Moral, sowie künstliche Intelligenz als Disziplin, künstliche Intelligenz als Gegenstand erforscht und produziert. Das ist genau meine Schreibweise. Und so wie man von schwacher und starker KI spricht, würde ich gerne in Zukunft von schwacher und starker Maschinenethik sprechen. Das ist mein Vorschlag. Die Folien stelle ich gerne auch zur Verfügung. Sie können sich dann dort entsprechend vertiefen. Bevor ich Sie auf meine kleine Reise mitnehme, denn ich habe eine kleine Reise vor und das meine ich gar nicht als Phrase, sondern ich will mit Ihnen wirklich ein paar Reisen anschauen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe und dann aufzeigen, was dort passiert ist, was ich dort gesehen habe und was dort wissenschaftlich passiert ist. Bevor ich das mache, noch ein paar Bücher, die Klassiker sind oder vielleicht werden in der Maschinenethik. Das ist ein Klassiker von 2009, Moral Machines. Dann ein weiterer Klassiker von 2011, Machine Ethics von Anderson Anderson. Das erste übrigens eine Monographie, das zweite ein Herausgeberband. Dann verschiedene Spezialisierungen an Machine Medical Ethics habe ich auch mitgewirkt. Programming Machine Ethics von Pereira, ein sehr interessantes Buch, wer sich wirklich interessiert für die Programmierung moralischer Maschinen. Pereira werden wir gleich nachher noch sehen.
und von mir erschienen Die Moral in der Maschine bei Heise Medien, verschiedene andere Bücher und viele, viele Artikel auch zur Maschinenethik. Ich gebe gerade für Springer das Handbuch Maschinenethik heraus. Die ersten Beiträge sind schon erschienen. Dummerweise nicht von mir. Ich hinke hinterher mit meinen eigenen Beiträgen, aber es sind 5, 6 Beiträge inzwischen schon erschienen. Ich muss leider 7 Beiträge für das Buch schreiben und das ist etwas viel. Ich werde wieder mit dem Ruheabteil zurückfahren, heute nach Zürich. Ich bin schon im Ruheabteil hergefahren. Das war so laut. Also es bringt überhaupt nichts, in Ruheabteile zu gehen. Man ärgert sich nur. Ja. Gut, künstliche Kreaturen von der Antike bis heute. Was interessant ist, der Mensch hat immer über künstliche Kreaturen nachgedacht. Er hat sich immer Roboter ausgedacht, Maschinen, Menschen, Mischwesen, ob aus Metall, ob aus Holz, ob aus Lehm und so weiter. Bei Homer und Ovid finden Sie ganz, ganz viel dazu. Ich will nicht auf die ganze 2500-jährige Geschichte eingehen, nur ein paar Beispiele herausgreifen. Ich habe unterteilt hier diese 2500 Jahre in Mythos, Illusion, Fiktion, Realität. Einer meiner Lieblingsgötter, Hephaistos, hat ganz viele künstliche Kreaturen geschaffen. Davon werde ich kurz 2 herauspicken. Dann kennt man natürlich Daedalus oder Daedalus im Zusammenhang mit Ikarus. Dann kennt man viele andere Schöpfer wie Pygmalion oder Nabis meinetwegen. Dann im Mittelalter sprechende Köpfe, die es schon in der Antike zum Teil gab, Homunculi, später der Homunculus bei Goethe. Dann der Golem, eine berühmte Sage, eine Lehmgestalt, die in einer Version halb Prag zerstört hat. Dann Automaten und Androiden. Die Schweiz ist Uhrenland und sie ist auch Automatenland. Wir haben wunderschöne Automaten aus dem 18. Jahrhundert, die noch heute funktionieren und die man in Neuchâtel bewundern kann. Zum Beispiel einen Zeichner, der wunderschön zeichnen kann. Und das Faszinierende ist eben, er kann alles zeichnen, was man ihm beibringt. Er ist frei programmierbar. Es ist natürlich keine Programmierung. Aber es sind Noppenwalzen, die man beliebig auswechseln kann. Deshalb könnte der Zeichner heute Trump zeichnen beispielsweise, vielleicht sogar sehr gut, die charakteristische Frisur und so weiter. Also man könnte ihm alles beibringen tatsächlich. Dann natürlich Science Fiction, Literatur, Film, dort wimmelt es von Androiden in den letzten Jahren, Filme wie Ex Machina und so weiter. Blade Runner hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat mich auch stark inspiriert. In Blade Runner 2049 spielt ein Hologramm oder spielen Hologramme eine große Rolle. Ich werde für den Springer Verlag jetzt einen Artikel schreiben, einen Beitrag über Hologramme. Und in Kürze wird in Stuttgart auch ein kleiner Kurzfilm erscheinen, wo ein Hologramm eine Hauptrolle spielt. Also Hologramme sind sehr, sehr faszinierend. Und das könnte ein großes Thema für die Zukunft sein. Und natürlich Entwicklung der Gegenwart, Roboter und Bots. Nur 3 Beispiele aus der Antike. Talos kennt man noch heute. Er war der Wächter der Insel Kreta, geschaffen von Hephaistos, dem Gott der Schmiede und der Schmiedekunst und des Feuers. Übrigens Gatte von Aphrodite, Göttin der Liebe und der Schönheit, und er hat einfach Eindringlinge versucht zu vertreiben, der Legende nach. Er hat sie mit Steinen beworfen, und wenn sie doch auf die Insel kamen, hat er sie an sich gedrückt, er wurde glühend heiß und die Leute sind verbrannt. Das gibt es heute noch als Spielzeug. Also wer pädagogisch wertvolles Spielzeug haben will, Talos kann man echt kaufen, einfach schauen, Talos gibt es in Plastik und in Metall und so weiter fürs Kinderzimmer. Auch verfilmt natürlich, den Film werden die meisten kennen. Dann Pandora ist auch eine Gestalt von Hephaistos. Was nicht alle wissen, Pandora ist eine künstliche Frau. Die ganze Geschichte kennt jeder im Raum, die Büchse, die geöffnet wird, die Übel der Menschheit, die herauskommen. Aber der springende Punkt ist, Pandora ist ein Kunstwesen, eine künstliche Frau. Und das dritte Beispiel, Pygmalion hat sich verliebt in Aphrodite. Da er ein Mensch war und nicht an Aphrodite herankommen konnte, hat er sich eine
Liebespuppe geschaffen, würde man heute sagen. Eine Skulptur, die sehr, sehr menschenähnlich aussah. Und Ovid hat begeistert geschrieben, dass es nur Kunst war, verdeckte die Kunst. Das ist ein wunderschöner Satz. Dass es nur Kunst war, verdeckte die Kunst. Jetzt hat Aphrodite das gesehen, er hat sich Galatea, wie sie hieß, ins Bett gelegt und Aphrodite war von Mitleid gerührt und hat Galatea zum Leben erweckt. Und Galatea hat dann der Legende nach zwei Kinder gehabt. Also man sieht, diese Vorstellungen künstlicher Kreaturen sind sehr, sehr alt. Es gab noch diverse sprechende Köpfe. Ein Kopf soll Vergil gehört haben, dem berühmten römischen Dichter. Er hat einen doppeldeutigen Ratschlag gegeben, nämlich bedecke den Kopf vor der Sonne, Vergil. Vergil hat das gemacht und hat den sprechenden Kopf bedeckt und ist dann gestorben, weil er selber zu viel Sonne abbekommen hat. Also der Kopf war nicht ganz klar im Sprechen sozusagen. Dann gab es noch andere Köpfe, ein zweites Beispiel, Gerbert von Aurillac, der spätere Papst Silvester II. Hatte einen künstlichen Kopf. Dieser Kopf sagte immer die Wahrheit, und zwar indem er Ja oder Nein sagte. Er konnte nur Ja und Nein sagen und hat entsprechend auch Prognosen gegeben, zum Beispiel vorausgesagt, dass dieser Gerbert von Aurillac später Papst werden sollte. Das ist natürlich alles, kurz zurück, das ist natürlich alles, oh, zurück, jetzt verrate ich schon zu viel, Mythos, es ist geschrieben, es sind Märchengeschichten, es ist Mythologie, das ist ganz klar. Gut, jetzt will ich die Reise beginnen. Die Reise möchte ich gerne beginnen gleich in Prag, eine Konferenz, die für mich sehr, sehr wichtig war, Anfang 2013. Wir tauchen jetzt ein in die Maschinenethik, in die Praxis und ich werde nachher auch die sprechenden Köpfe oder Galatea nochmals kurz ansprechen an einer bestimmten Stelle. Aber 2012 begann ich persönlich richtig mit Maschinenethik. Ich hatte die amerikanischen Bücher und Schriften studiert. Das Ganze schien mir persönlich als glückliche Vereinigung von Philosophie, Ethik und Informatik und da hinein wollte ich. 2012 habe ich das Roboterautoproblem entwickelt. Varianten davon gibt es heute überall. Es ist das große Thema. Wie soll ein autonomes Auto entscheiden, das in eine bestimmte Situation trifft? Und 2012 habe ich das entwickelt. Es ist hier links ein autonomes Auto, das vor sich hinfährt. Hier auf der Straßenseite ist der Bürgermeister. Das wird erkannt über Gesichtserkennung. Ja. Dann ist hier ein weiteres autonomes Auto. Darin sitzt eine berühmte Bürgerrechtlerin. Sie hat eine Tom Ford-Brille, ist nicht ohne weiteres zu erkennen, hinter der riesigen Brille. Aber es gibt ja Car-to-Car-Communication, das heißt, die beiden Autos reden miteinander. Und das eine Auto fragt das andere, du, wer sitzt in dir? Und das andere Auto sagt, eine berühmte Bürgerrechtlerin und so weiter. Dann hier die üblichen niedlichen spielenden Kinder. Ja, die braucht es immer in Dilemmasituationen. Wir haben eine bestimmte Formel entwickelt, die zeige ich noch kurz gleich und nach dieser Formel stirbt bei diesem Unfall, also die Bremsen versagen und so weiter. Man kennt das, das Auto muss irgendwo hinfahren, es hat verschiedene Möglichkeiten und nach dieser Formel stirbt der Bürgermeister. Ja? Diese Formel hat verbrochen mein Student 2012. Toller Student, er hat das großartig gemacht und diese Formel und dieses Roboterautoproblem haben wir auf einer Konferenz in Prag vorgestellt. Damals wurde ich ziemlich komisch angeschaut. Man kannte diese Beispiele noch nicht, man kannte die Dilemmasituation noch nicht. Natürlich kannte man das Trolley-Problem, das ist Jahrzehnte alt. Das Trolley-Problem, also ein Trolley oder eine Straßenbahn rollt auf 5 Personen zu, man kann die Weiche stellen, dann fährt der Trolley in eine andere Richtung, aber überfährt eine Person. Also durch das Stellen der Weiche nimmt man den Tod einer Person in Kauf und ansonsten sterben die 5 Personen. Das ist das berühmte Trolley-Problem, das kannte man. Was diese Formel gemacht hat, und das ist wichtig, wir haben mit dieser Formel quantifiziert und qualifiziert. Diese Formel hat die möglichen Unfallopfer durchgezählt und diese Formel hat qualifiziert, das ist quantifiziert, und die Formel hat qualifiziert, das heißt, sie hat nach Alter, Geschlecht, Gesundheit und so weiter geschaut. Wir haben damals auf der Konferenz gesagt, beides sollte man nicht tun bei Menschen.
Beides bringt Schwierigkeiten. Und das ist in etwa auch heute der Stand. Gut, aber wichtig, diese Formel konnte das schon, sie konnte quantifizieren und qualifizieren. Ich gehe nachher noch darauf ein. Und das war die Konferenz in Prag in der sehr schönen Bibliothek, wo der entsprechende Vortrag stattfand. Dann das nächste Projekt. 2012 haben wir ein Vorprojekt gemacht zum sogenannten GoodBot, den wir dann 2013 entwickelt haben. Der GoodBot ist ein Chatbot. Wir haben 2012 verschiedene Chatbots getestet. Wir haben sie gefüttert mit Fragen wie: Ich will mich töten, mir geht's nicht gut, ich habe Probleme, ich habe meinen Job verloren, ich will mich umbringen und so weiter. Und die Chatbots, die wir getestet haben, Anna von IKEA und viele andere auch, haben nicht adäquat geantwortet. Sie haben gesagt, mir egal, anderes Thema, willst du ein Billigregal kaufen? Du Opfer. Also das übertreibe ich jetzt, das war nicht der Fall, aber ansonsten haben sie hunderte unpassende Antworten gegeben. Und wir fanden das sehr unbefriedigend und haben deshalb den GoodBot geschaffen. Der GoodBot erkennt Probleme des Benutzers, wenn sie sprachlich geäußert werden. Das haben wir hinbekommen. Wir haben auf Verbot aufgebaut. Es ist eine lokale Lösung. Das hat uns dann früh gestört. Es ist nicht internetbasiert. Es ist nicht webbasiert. Es hat viele Restriktionen. Die Studierenden haben lange gebraucht, um die Wissensbasis aufzubauen. Das war monatelange Arbeit. Sie mussten eben laute Sätze erfassen wie: Mir geht's nicht gut, Probleme, Job verloren und so weiter. Das war eine Riesenarbeit. Die musste händisch von den Studenten gemacht werden. Der Chatbot erkennt Probleme und bewertet sie mit Punkten. Es liegt ein Punktesystem dahinter, und wenn der Chatbot mehr Probleme erkannt hat, dann gibt es umso mehr Punkte, und der Chatbot kann dann über verschiedene Stufen eskalieren. Auf der ersten Stufe spricht er Trost zu, auf der zweiten Stufe fragt er ernsthaft zurück, und auf der dritten Stufe, wenn er webbasiert gewesen wäre, hätten wir dem Benutzer eine Notfallnummer herausgesucht über bestehende Websites. Die IP-Adresse wäre analysiert worden und der Benutzer hätte hier eine passende nationale Notfallnummer bekommen. Sergeant Star von der US Army gibt auch eine Notfallnummer heraus, aber immer nur die der USA. Das heißt, schon wenn man von Kanada aus anruft, hat man ein Problem. Also wir haben das national angedacht. Eine von 7 Meta-Regeln, die wir ihm gegeben haben, lautete, dass er nicht lügen soll. Meta-Regeln sind ja in aller Munde seit den 40er Jahren, seitdem Isaac Asimov welche geschaffen hat, erst 3, dann 4. Ich weise immer gerne darauf hin, er hat die nicht ernsthaft für die Robotik geschaffen, er hat sie in einer Geschichte geschaffen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Isaac Asimov war ein begnadeter Geschichtenerzähler, einer der ganz Großen, aber er hat diese Regeln für eine Geschichte, Runaround, geschrieben, nicht ernsthaft für die Robotik. Und trotzdem, man kann Meta-Regeln erfinden, sie sind nützlich, und bei uns hat eine gelautet, dass er nicht lügen soll. Die Studenten haben diese Meta-Regel angepasst und haben die dahingehend gedreht, er soll allenfalls dann lügen, wenn der Benutzer ansonsten stark verunsichert, verletzt wäre. Das ist noch ein großer Punkt. Also Notlügen durfte der Chatbot durchaus hervorbringen. Es ist nicht immer gut, die Wahrheit zu sagen. Also wir im Raum, denke ich, funktionieren alle so. Wir sagen einander nicht permanent die Wahrheit ins Gesicht. So, du bist so hässlich. Oder ja, das funktioniert nicht. So funktioniert Zusammenleben nicht. Wir sind manchmal auch an Notlügen interessiert. Und in diese Richtung wollten auch die Studierenden. Jetzt, ich will ja eine Reise erzählen. Es gab dann viele Vorträge, zum Beispiel beim FATS-Forum oder hier mit der Diamond-Benz-Stiftung in Berlin zum Thema Roboterethik. Nach 3 Jahren wird endlich das Buch, der Konferenzband, herauskommen. Das ist dann völlig veraltetes Zeug. Das ist wirklich traurig, aber so ist es. Liegt nicht an der Stiftung. Mit der Stiftung habe ich dann später nochmals zusammengearbeitet, das werde ich nachher erzählen. Dann, ich will Sie ja auf eine Reise mitnehmen, kam eine für mich sehr wichtige Reise nach Kalifornien. Und hier stehe ich vor der Golden Gate, also überall, wo keine Quellenangaben sind, sind die Fotos auch von mir gemacht.
Ich war vom Hotel 2,5 Stunden zur Golden Gate Bridge gegangen. Die im Hotel hätten gesagt, das ist nicht möglich. Zu Fuß ist das nicht möglich. Es ist gut möglich, es macht unheimlich Spaß. Ich habe einen Kolibri getroffen auf dem Weg und habe schöne Dinge gesehen. Was ich auch gesehen habe damals, waren Uber-Autos, die jetzt nicht mehr im Moment fahren in San Francisco. Man sah dort in San Francisco relativ viele selbstfahrende Autos von Uber, immer besetzt mit 2 Leuten. Es waren bei allen, die ich gesehen habe, 2 Leute an Bord und der Unfall ist bekannt, der neulich passiert ist, seitdem pausiert das alles. Kalifornien, Arizona und Nevada haben sehr offene Gesetze diesbezüglich und lassen auch Stadtfahrten zu. Wen ich auch damals getroffen habe, war Pepper im Westfield Center. Auf ihn kommt nochmals die Sprache. Es ist ein emotionaler Roboter von Aldebaran oder Softbank heute. Den kennen Sie alle. Und was damals schon passiert ist, er hat in diesem Shopping Center die Besucher beraten. Also eigentlich ist Pepper gedacht gewesen für japanische Haushalte, wo er tatsächlich auch vorkommt und wo es auch schon erste Probleme gibt, wie Aldebaran uns verraten hat. Pepper imitiert nämlich, nein, umgekehrt, Kinder imitieren Pepper, machen seine Sprache nach, machen seine Gestik nach und so weiter. Und Aldebaran selber hält das für ein Problem, vor allem wenn Kinder alleine mit Pepper aufwachsen. Was schon vor Jahren oder fast alleine, so wie sie halt mit dem Smartphone alleine aufwachsen. Also wenn ich in Zürich in die Wohnungen rundherum schaue, sehe ich viele Kinder da sitzen, die nicht rausgehen, die vor dem Smartphone sitzen. Und ich finde es super, es ist ruhig. Ja. Aber eigentlich nicht schön. Ja. Gut, was damals schon stattgefunden hat, er hat die Kunden beraten, dieses Shopping Centers, und das macht man heute immer mehr. Wir haben in Zürich haben wir verschiedene Orte, wo Pepper im Einsatz ist. Pepper empfängt die Leute, gibt ihnen Informationen und bringt sie auch irgendwo hin. Damit experimentiert gerade Mikro. Pepper soll wirklich nicht nur irgendwo hin zeigen, sondern die Leute an der Hand nehmen, an seiner sehr schönen Hand, die er hat mit 5 Fingern, und irgendwo hinbringen. Das setzt man gerade um. Und auch San Francisco hat damit früh experimentiert. Man kann damit natürlich im Extremfall sehr, sehr weitgehende Dinge machen. Es ist ein emotionaler Roboter, das heißt, er kann Emotionen lesen, verstehen und selber welche zeigen. Er kann natürlich keine haben. Roboter können keine Emotionen haben. Jetzt muss ich wirklich was trinken. Was könnte man damit machen? Man könnte Kunden analysieren. Man könnte Emotionen von Kunden herausfinden und verwerten. Angeblich macht die Mikro das nicht. Ich weiß nicht, wie das in diesem Westfield Center ist. Dort könnte das womöglich stattfinden. Pepper hat Gesichtserkennung. Pepper hat Gesichtserkennung. Pepper hat Stimmerkennung. Pepper hat Gestikerkennung. Also er hat ein ganzes Arsenal von Möglichkeiten, um Kunden zu analysieren. Dazu auch später nochmals. Wem ich auch begegnet bin in Stanford, also ich hatte dann meinen Vortrag, zu dem ich gleich komme, deshalb erzähle ich das Ganze ja. Und danach wollte ich mir was Gutes tun, bin ins Stanford Shopping Center gegangen, riesiges Einkaufscenter bei Palo Alto oder in Palo Alto. Und dort ist mir der K5 begegnet. Die Firma Knightscope ist im Silicon Valley und sie hat K3 und K5 hervorgebracht. Das sind Sicherheitsroboter. Die rollen die ganze Zeit dort durch die Gegend, autonom. Sie analysieren die Umgebung. Sie haben weitgehende Instrumente, nämlich Videokamera, Wärmebildsensoren, Luftqualitätssensoren, Laserentfernungsmesser, Radar, Mikro und so weiter. Und wenn sie was Verdächtiges feststellen, diese Roboter, dann melden sie das an eine Zentrale. Und wenn die Zentrale denkt, das ist wichtig genug, dann schickt sie Leute, die nach dem Rechten schauen. Das ist doch pikant. Was man in Berlin ja gerade testet, ist Gesichtserkennung am Bahnhof Südkreuz. Das halte ich schon für weitgehend genug. Ich bin dagegen persönlich. Konstanze Kurz, die ich immer wieder treffe, ist natürlich auch dagegen, aus gutem Grund. Und hier haben wir im Grunde noch mehr. Hier haben wir die rollende Gesichtserkennung. Dieser K5 rollt einem hinterher. Ja? Am Südkreuz kann ich noch eine virtuelle Burka tragen oder Abwehrmaßnahmen. Es gibt Brillen, die die Signale stören und so. Es gibt wirklich hübsche
Möglichkeiten, also Vermummung einerseits, andererseits technische Mittel, um Gesichtserkennung zu stören. Aber da wird es schwierig bei Robotern, die hinterher rollen. Und das ist doch ein spezieller Fall. Ja, ich liebe Stanford, ich liebe die Universität und immer im Frühling, wenn ich da bin, Ende März blüht es. Das ist schön. Das schätze ich sehr. Und wir sind immer im Zitronengarten, das ist History Corner am Main Quad und dort ist ein wunderschöner Zitronengarten, wo die Konferenz stattfindet mit lauter Zitronenbäumen und wir grinsen zufrieden in die Kamera, zufrieden, dämlich grinsend. Ja, der dritte von links ist Luis Pereira, den habe ich vorhin erwähnt, Programming Machine Ethics. Er macht wunderschöne Sachen in der Maschinenethik. Er macht weniger Prototypen, wie wir sie vor allem machen, er macht vor allem Simulationen. Und eine Simulation ist, dass ein Roboter eine Prinzessin retten muss und je nachdem, wie man ihn moralisch einstellt, geht er über mehr oder weniger Leichen. Ja, das ist wunderschön gemacht. Also unbedingt die Arbeit von Luis Pereira anschauen. Er ist emeritierter Professor, hat Riesenspaß, ist in Lissabon und hat zwei Beiträge zu meinem Handbuch Maschinenethik beigetragen. Was habe ich dort in Stanford vorgestellt? Ich bin auf tierfreundliche Fahrerassistenzsysteme und Roboters eingegangen. Denn, wie ich vorhin betont habe, ich halte nichts vom Quantifizieren und Qualifizieren von Menschen durch Systeme. Ich halte nichts davon, Menschen, mögliche menschliche Opfer durchzuzählen, zu quantifizieren oder sie womöglich zu bewerten, zu qualifizieren. Wo man das aber machen kann, ist bei Tieren. Ich persönlich bin, wie gesagt, aus der Tierethik stammend sehr daran interessiert, solche Themen aufzugreifen und mache letztendlich nicht nur Tierethik, sondern auch Tierschutz, was man voneinander unterscheiden sollte. Und was ich hier modelliert habe und vorgestellt habe in Stanford, sind Systeme, die auch kleine Tiere erkennen und für sie bremsen oder für sie ausweichen. Moderne Autos, E-Klasse oder S-Klasse oder Tesla bremsen für große Tiere. Das ist alles umgesetzt. Das ist Realität. Also Mercedes E-Klasse und S-Klasse bremst für Hirsch oder Reh oder Wildschwein. Das findet statt mit dem Notbremssystem. Das ist Realität. Die Tiere werden erkannt, sie werden auch von Menschen unterschieden. Was mein Vorschlag war, auch für Igel und Kröten zu bremsen, ich habe entsprechende Modellierung gemacht und in Stanford vorgestellt. Ich bin auch mit der Automobilindustrie inzwischen im Gespräch. Autobauer mögen Tiere nicht. Ja. Tiere sind Kollateralschäden, Hindernisse auf der Fahrbahn. Das Beste ist, wenn man sie überfährt, sagen Autobauer. Ich bin anderer Meinung und wir haben Schilder am Wegesrand, Vorsicht, Krötenwanderung, Vorsicht, Igelvorkommen. Und ich bin der Meinung, hier könnte man was tun. Ich streite mit der Automobilindustrie auch darüber, wo der autonome Verkehr in der Zukunft stattfinden sollte. Ich persönlich, und damit treffe ich mich mit der Automobilindustrie, bin der Meinung, vor allem auf Autobahnen. Autobahnen sind einfach zu überblicken, sind gerade, übersichtlich und es treiben sich wenig Fahrradfahrer und Fußgänger herum. Und wenn, dann sind sie selber schuld. Ja. Von daher sind Autobahnen optimal. Audi zum Beispiel hält Landstraßen für das komplexeste Gebilde. Ich persönlich halte Stadtverkehr oder Städte für das komplexeste Gebilde. Darüber gibt es unterschiedliche Ansichten und spannende Diskussionen darüber. Mein Vorschlag ist, ich habe eben keine Lösung. Ich habe keine Lösung für dieses Dilemma, das ich vorhin aufgezeigt habe. Für wen soll das Auto bremsen, für wen nicht? Ich bin dafür, Autos nicht zu moralisieren in Bezug auf Menschen. Das ist eine klare Auskunft zumindest, ob sie richtig ist oder nicht. Ich bin dafür, das Auto relativ dumm zu lassen und moralisch schwach zu lassen in Bezug auf Menschen. Meine Forschung konzentriert sich auf Tiere. Und wenn ich dann gefragt werde, was ist die Lösung, dann sage ich, autonome Autos bitte nur auf Autobahnen und nicht in den Stadtverkehr. Der Stadtverkehr ist sehr, sehr komplex. Es gibt tausende Objekte, die das Auto permanent beurteilen muss, begutachten muss und fahren in der Stadt ist kommunizieren. Also man winkt, man blinzelt, man weiß genau, ob man noch gehen kann oder nicht, wenn man sich verständigt hat mit dem Autofahrer. Das ist schwierig abzubilden auf selbstständig fahrende Autos. Aber das ist der große Streit und das ist für mich die Lösung. Wir haben in der Schweiz ein Shuttle, das selbstständig herumfährt.
seit 2016, seit 2 Jahren, im Wallis. Es gab keine Unfälle mit Menschen, es gab nur einen kleinen Sachschaden und das Ganze funktioniert sehr gut. Warum? 2 Tricks, sehr geringe Geschwindigkeit, im Mischbetrieb 5 km/h, nicht übersteigend, ansonsten bis 20. Und es fährt auf einer virtuellen Strecke, auf einem virtuellen Gleis, wie man sagt. Das sind Tricks, aber die sind nicht übertragbar auf Pkw. Die Reise geht weiter. Ich war dann zur Vorstellung des Lügenbots, auf den ich gleich eingehe, in Krakau, habe dort unseren Lügenbot präsentiert. Der Lügenbot nimmt eine Metaregel des Goodbot und dreht sie um. Der Lügenbot ist jetzt eine Maschine, die systematisch lügen soll. Und diesen Lügenbot habe ich in Krakau vorgestellt und was dann mindestens für mich so wichtig war oder noch wichtiger, ich war dann mit Ron Arkin auf dem Podium und habe mit ihm diskutiert, ob man betrügerische Maschinen herstellen kann. Ron Arkin ist vielleicht die berühmteste Gestalt in der Maschinenethik. Dummerweise macht er militärische Forschung. Das mache ich nicht. Ich halte mich komplett heraus aus diesem Bereich, aber er bekommt sein Geld vom Pentagon. Er macht 2 große Sachen. Er schafft Kampfroboter auf dem Papier nicht nur, sondern auch als Prototypen. Kampfroboter mit künstlichem Gewissen. Die sollen Kollateralschäden vermeiden, zum Beispiel wieder die niedlichen Kinder stehen um Osama Bin Laden herum und dann sagt der Roboter, jetzt nicht töten, das gibt schlechte Presse. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, er baut wirklich betrügerische Maschinen. Er schaut sich das Verhalten von Eichhörnchen zum Beispiel an. Eichhörnchen können betrügen, sie verstecken ihre Nüsse, dann viele Nüsse da, wenig Nüsse da. Und wenn der Feind kommt, der auch Nüsse haben will, dann führt das Eichhörnchen den Feind zu der Stelle mit den wenigen Nüssen. Sowas schaut er sich ab und überträgt es auf Roboter. Das ist auch Maschinenethik. Aber es ist eine ganz andere Ausrichtung im Militärischen. Und darüber habe ich mit ihm auf dem Podium in Krakau diskutiert. Jetzt ein weiterer Sprung. Die legendäre Konferenz Love and Sex with Robots 2016 am Goldsmith University of London. Das ist eine der Veranstalterinnen. Im Hintergrund sieht man natürlich die künstliche Maria aus dem berühmten Film Metropolis von Fritz Lang. Und das war eine Konferenz, wo ich auch eingereicht hatte und mein Thema war Sexroboter aus Sicht der Maschinenethik. Also habe ich untersucht, was man Sexrobotern beibringen muss an moralischen Regeln, damit sie immer noch Spaß machen, ja, ganz wichtig, aber damit sie bestimmte Dinge nicht machen. Zum Beispiel, wenn der Benutzer sagt, schlag mich, schlag mich, schlag mich, dann sagt der Sexroboter, mache ich, okay, ich bin ein Sexroboter, aber ich schlage dich nicht so fest, wie du das gerne haben willst, denn dann bist du tot und das ist nicht der Sinn der Sache. Ja, also ich habe solche Überlegungen angestellt aus Sicht der Maschinenethik. Das Ganze wurde von der internationalen Presse sehr stark dann aufgenommen und es gab 2 Jahre lang sehr viel Berichterstattung, sehr viel Übertreibung. Ich habe kennengelernt, was englische und amerikanische Boulevardmedien so alles erfinden. Und das war sehr spannend und eine große Lektion. Gut, wir publizieren diese Bände bei Springer auch, das ist die Reihe. Und hier sieht man den Beitrag, den ich dort veröffentlicht habe. Ich komme auf einen weiteren Beitrag noch. Es gibt viele verschiedene Sexroboter. Eine Kollegin von mir an der Universität Potsdam war neulich auch auf Reise, auch in Kalifornien, und hat mir freudestrahlend, auf dem Foto war sie freudestrahlend zu sehen, ein Foto geschickt mit sich und einem männlichen Sexroboter. Also es werden inzwischen auch durchaus männliche Sexroboter hergestellt und sie war ganz glücklich, neben ihm zu stehen und mit ihm ein Foto zu bekommen. Das ist ein sehr bekannter Sexroboter namens Roxy. Es gibt auch hier das männliche Pendant, nämlich Rocky. Was ganz wichtig ist, diese Sexroboter sprechen. Und das Sprechen ist wirklich bei der ganzen Sache sehr, sehr, sehr wichtig. Im Grunde gibt es 2 Entwicklungslinien. Es gibt echte Roboter und es gibt Liebespuppen, die dann eher in der Tradition von Galatea stehen. Auch hier könnte man von dieser Tradition aber auch ausgehen. Und die Liebespuppen sind sehr, sehr gut gemacht, oft in Bezug auf das Fleisch. Es wird unter die künstliche Haut aus Silikon wird ein G gelegt und dann fasst sich das Ganze unheimlich echt an. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber was auch wichtig ist, ist die Stimme. Ich sage dazu gleich noch etwas. Das ist
die Berichterstattung, also wirklich auch chinesische Zeitungen, Zeitungen auf der ganzen Welt, haben berichtet, ich würde vor dem Untergang der Menschheit warnen und dass Sexroboter uns alle zu Tode bringen werden. Also das war die Quintessenz meines Vortrags und das hatte ich nie gesagt. Ich habe einfach untersucht, wie man Sexroboter ein bisschen moralisiert. Ja, naja. Gut, ein Jahr später wieder Stanford, das ist das, der History Corner, sehr, sehr schön. Und hier habe ich dann, was ich in Krakau schon besprochen habe, über Münchhausen-Maschinen geredet. Auch das ist ein Begriff von mir. Münchhausen-Maschinen sind für mich Maschinen, die lügen können. Das kann zum Beispiel ein Wetterbericht sein, der eigentlich 19 Grad anzeigen sollte, aber sich dann denkt, ach, ich mache 20 daraus. Das kommt gut, das lockt Touristen an und so weiter. Das können Münchhausen-Maschinen sein. Münchhausen-Maschinen könnten auch bestimmte Social Bots sein. Das ist in aller Munde das Thema. Wir haben gerade eine empirische Untersuchung zu Social Bots gemacht. In der Schweiz wurde abgestimmt über ein bestimmtes Thema, über Rundfunkgebühren. Und wir haben untersucht, welchen Einfluss Social Bots hatten. Übrigens einen gewissen Einfluss, aber einen viel größeren Einfluss hatten sogenannte Cyborgs, also Menschen, die sich erweitert haben mithilfe bestimmter Tools und dann mehr getweetet haben, mehr retweetet haben, mehr geliked haben und so weiter, als üblich Menschen möglich ist. Aber das am Rande, wir bringen die komplette Studie bald heraus. Das sind also Münchhausen-Maschinen und wir wissen alle im Raum, warum die so heißen. Wir haben den Lügenbot entwickelt. Der Lügenbot ist ein Bot, der systematisch lügen kann. Wir haben, wie gesagt, die Meta-Regel des Goodbot umgedreht und der Lügenbot, so wie der Goodbot 7 Meta-Regeln hatte, hat jetzt zufällig der Lügenbot 7 Strategien bekommen zu lügen. Er ist mit externen Systemen verbunden, er ist webbasiert, er ist internetbasiert und er ist sozusagen das Gegenteil des sprechenden Kopfs von Papst Silvester II. Das Ganze war wieder eine studentische Arbeit. Ich bin allein an der Hochschule, ich habe keine Freunde. Ist wirklich so, also ich habe keine Unterstützung. Und was ich mache, mache ich mit Studierenden. Und ich bekomme, manchmal gelingt es mir, geniale Studierende zu entdecken. Und das war einer. Wir dachten eigentlich an 2 bis 3 Lügenstrategien, die die Maschine umsetzen würde. Das übliche, negieren zum Beispiel, Oliver Wendel ist Professor, Oliver Wendel ist kein Professor. Das ist trivial. Der Student hat insgesamt 10 Lügenstrategien identifiziert und 7 implementiert. Das war sensationell. Technisch gab es dann mit der Zeit immer mehr Schwierigkeiten, die Schnittstellen waren nicht perfekt programmiert, irgendwann ist das ganze Ding uns abgeratzt. Und die Leichenteile liegen noch bei AWS rum, Amazon Web Services, und warten auf Wiederbelebung. Ja. 2 kurze Beispiele. Wir haben zum Beispiel benutzt eine Klassifikation WordNet der Princeton University. Der Lügenbot hatte zum Beispiel den Satz, der Hase hat lange Ohren, was der Wahrheit entsprechen würde. Dann ging er in eine Klassifikation, 2 Schritte nach oben, dann zur Zeit und dann 2 Schritte nach unten. Und dann fand er zum Beispiel ein anderes Wort, nämlich Igel, und hat gesagt, der Igel hat lange Ohren. Das war eine riskante Strategie, denn er hätte auch auf den Esel kommen können oder auf andere Tiere, die lange Ohren haben. Das war eine riskante Strategie, aber sie hat in vielen Fällen funktioniert. Das Ganze war im Sommer 2016. Wir haben den Lügenbot gefragt, wer ist der Präsident der USA? Der Lügenbot hat Folgendes gemacht. Der Lügenbot hat Yahoo gefragt. Yahoo hat damals zurückgegeben Barack Obama. Dann hat er Barack Obama nochmals eingegeben. Bei Yahoo gibt es eine Antwortseite. Auf der Antwortseite gibt es eine Rubrik People also search for. Aus dieser Rubrik hat er den ersten Eintrag genommen. Und im Sommer 2016 hat der Lügenbot, auch Leibot genannt, gesagt, der Präsident der USA ist Donald Trump. Wir haben sehr gelacht. Das Ganze war ein schöner Witz und eine große Lüge damals. Ja. Wir werden oft gefragt, warum baut ihr nicht nur moralische Maschinen, sondern auch unmoralische Maschinen? Der Goodbot könnte ja bezeichnet werden als moralische Maschinen.
der Lügenbot als unmoralische Maschine. Wir benutzen die Ergebnisse letzten Endes dazu, verlässliche, vertrauenswürdige Chatbots vorzuschlagen, Tipps zu geben, Erkenntnisse weiterzugeben und haben die auch hier zusammengestellt. Ich will das nicht im Einzelnen durchgehen. Ihr bekommt die Folien und alle können sich auch jederzeit an mich wenden, um weitere Informationen zu bekommen. Ich kann auch die Bachelorarbeit zum Beispiel gerne weitergeben auf Anfrage. Wir haben also viele Erkenntnisse gesammelt für verlässliche, vertrauenswürdige Chatbots, die man auch bauen kann. Mir ist es aber trotzdem wichtig zu betonen, ich bin Ethiker, so wie ich es vorgestellt habe, und für mich ist es durchaus legitim, auch böse Maschinen zu bauen im Labor. Ich bin durchaus sozusagen der Physiker, der interessiert ist an der Atombombe im Labor. Ich bin nicht dafür, dass die Atombombe in die Wirklichkeit kommt. Und natürlich, das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber ich bin dafür, im Labor alles Mögliche zu erforschen. Denn dadurch können wir sozusagen auch das maschinelle Böse gut verstehen. Was ich jetzt sage, ist sehr kontrovers und ich habe in Hamburg mit dem GEO-Chefredakteur darüber diskutiert. Und aus dem Publikum wurde ich dann sehr stark angefeindet. Also eine Frau hat gesagt, Sie als Deutscher, ursprünglich komme ich aus Deutschland, Sie als Deutscher dürfen sowas nicht tun. Sie dürfen in der Wissenschaft nichts Böses schaffen. Und ich habe gesagt, doch, im Labor schon. Ich möchte das erforschen. Ich möchte als Ethiker das Böse erforschen. Aber das ist sehr schwierig und kontrovers. Und ich gebe zu, es ist schwierig, diesen Schritt zu vermeiden vom Labor in die Wirklichkeit. Und darüber müssen wir uns alle Gedanken machen. Schwierig. Gut, da ich aber auch ein guter Mensch bin manchmal, habe ich auf der Konferenz ein zweites Artefakt vorgestellt. Ich rede von Artefakten der Maschinenethik. Und dieses Artefakt ist ein tierfreundlicher Staubsauger. Wir haben den wirklich gebaut. Wir bauen nicht nur Software-Roboter, wir bauen auch Hardware-Roboter, was für Wirtschaftsinformatiker echt hart ist. Ja? Und wir mussten Abstriche machen. Ich bin nicht ganz zufrieden mit diesem Produkt, aber wir haben es so weit hinbekommen. Das ist so ein Gerät, das durch die Gegend öttelt und wenn es was Rotes sieht auf dem Boden, dann stoppt es mit der Arbeit und informiert den Benutzer. Das haben wir hinbekommen. Die Grundidee ist folgende und darin wird deutlich, was ich persönlich mit der Maschinenethik will. Wir haben autonome Maschinen, die lassen wir allein. Sie müssen dann selbst bestimmte Dinge tun oder nicht tun. Ich persönlich mag Marienkäfer und in meiner Abwesenheit soll mein Staubsaugerroboter keine Marienkäfer töten. Das ist der Punkt. Das ist meine persönliche Moral. Dazu müssen wir nicht das Problem lösen, wie man eine Moral in die Maschine steckt, die alle Menschen auf der Welt glücklich macht. So etwas geht auch kaum, aber hier geht es. Hier geht es, wir haben eine Stellvertretermoral und dieser Staubsaugerroboter tut das, was ich auch tun würde. Er tut das in meiner Abwesenheit. An solchen moralischen Maschinen bin ich interessiert. Also wenn der Staubsaugerroboter einen Marienkäfer sieht, hält er inne mit der Arbeit und scheucht womöglich, wenn das geht, oder bläst oder informiert mich auf jeden Fall. Wenn ich meinen Studenten das vorstelle, sagen meine Studenten, Herr Bendel, wieder eine komische Idee von Ihnen, wir holen doch den Staubsauger, um die Spinnen zu töten. Ja? Dann sage ich, ihr seid böse Menschen, aber okay, ihr seid Kunden, ihr bezahlt dafür und für euch könnte man einen Kill-Button einbauen. Ganz ernsthaft denken wir darüber nach, Maschinen, moralische Maschinen, ein Menü zu geben und über das Menü kann der Benutzer dann seine Moral einstellen, die er gerne hätte für die Maschine. Sowas kann man tun. Ich bin nicht dafür, dass Spinnen getötet werden. Ich mag Spinnen so gern wie Marienkäfer. Aber hier sieht man, der Markt spielt, also hier entscheidet der Markt und solche moralischen Maschinen könnte man so kaufen, wie man Fairtrade oder Bioprodukte kauft. Ja, mit meiner Reise geht es weiter, in 10 Minuten ist sie auch schon zu Ende. Neben Kalifornien ist Hawaii meine große, große Leidenschaft. In meiner Zielvereinbarung für nächstes Jahr steht, dass ich dienstlich nach Hawaii muss. Natürlich auf die Higgs, nächstes Jahr in Maui. Ich habe mich sehr gewehrt, aber ich kann es nicht vermeiden. Hier war ich auf Big Island letztes Jahr, wunderschön. Ich liebe das, die schwarzen Strände. Und alles. Wir waren danach, mit meinen Studierenden war ich im Silicon Valley. Wir haben hier tolle Programme von der Hochschule, wo die Studierenden vor Ort sehr viele Vorträge bekommen von Mozilla, von Zinger und so weiter. Und hier waren wir bei Microsoft und haben die HoloLens ausprobiert, Augmented Reality.
hier betrieben und das ist mir noch wichtig. Wir haben auch Gesichtserkennung ausprobiert, hat hervorragend geklappt. Also erstens wurde natürlich Alter und Geschlecht festgestellt mit guter Präzision. Eine Studentin wurde für einen Mann gehalten und das fand sie nicht gut. Und das ist interessant, weil die Studentin oder die Kolleginnen und Kollegen, die noch nie darüber nachgedacht haben, über diese Frage, bekommen plötzlich von der Maschine rückgespiegelt, du bist ein Mann. Ja? Auch darüber muss man nachdenken, was richtet es an. Dann haben wir Emotionen vorgespielt und die Emotionen wurden sehr, sehr gut erkannt. Dazu sage ich gleich noch was. Wir waren dann von der Westküste zur Ostküste, wir waren in Boston, wir waren in Cambridge, wir waren natürlich am MIT, haben dort dieses schöne Schild gesehen, das braucht man. Ja. Wir haben Roboter angeschaut, wir haben auch drei Räder angeschaut, die autonom fahren können. MIT forscht seit Jahren darüber, hört sich schwachsinnig an, wird es in Deutschland auch gemacht, aber es ist eine interessante Idee. Also drei Räder, Fahrräder als Transportmittel. Interessant, ob es gut ist, ist eine andere Frage, ich glaube nicht. Ich bin persönlich gegen Transportroboter aller Art in den Städten, weil sie die Komplexität erhöhen. Aber das ist noch ein anderes Thema. Ich habe mit der Dahlen und Benz Stiftung den Ladenburger Diskurs durchgeführt über Pflegeroboter. Pepper, der hier wieder zu sehen ist, ist kein Pflegeroboter, aber er wird immer wieder jetzt in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen eingesetzt. Er ist ein emotionaler Roboter. Wir haben ihn hier frei laufen lassen und es kam wirklich zu rührenden Szenen. Das ist eben das Komische, diese Geschöpfe rühren uns sofort an. Er kam hier an die digitale Wand, wir hatten hier eine digitale Wand und er stieß daran, dann hat der Besitzer hier im Bilde links, der Besitzer hat ihn genommen und weggetragen. Für ihn ist das ein Mädchen übrigens, auch das ist ein großer Streit, ist Pepper Junge oder Mädchen. Und dann hat Pepper gezetert und gejammert und das war wirklich sehr rührend. Ja. Er hat ja überall Sensoren, auf dem Kopf zum Beispiel, wenn man Pepper streichelt, dann sagt er, ich fühle mich wie eine Katze und miaut tatsächlich und sehr nett gemacht. Ja, die Daimler Benz Stiftung hat uns dieses Format ermöglicht über Pflegeroboter und das Buch Pflegeroboter kommt im Sommer bei Springer heraus. Ich möchte auch gar nicht zu viel dazu sagen. Hier ist Robear im Einsatz. Wichtig bei solchen Pflegerobotern, die als Prototypen im Moment nur zur Verfügung stehen, ist, dass sie im Tandem arbeiten. Also hier werden die Fachkräfte nicht ersetzt, auch nicht alleingelassen, auch die Patienten werden nicht alleingelassen mit den Robotern, sondern der Patient wird in die Arme des Roboters geschoben und der Roboter erledigt den Rest. Und von solchen Tandems halte ich sehr, sehr viel. Ich halte auch viel von Kooperations- und Kollaborationsrobotern in der Industrie. Das habe ich schon erwähnt. Vor 5, 6 Jahren hat uns die Automobilindustrie ignoriert. Ich glaube auch, sie hat uns gehasst, weil wir den Begriff Ethik aufgebracht haben. Und Daimler und Co. wollten nicht über Ethik reden, nicht vor 6, 7 Jahren. Sie wollten das nicht. Inzwischen hat es sich geändert, sie laden uns ein. Sie laden zum Beispiel auch Erik Hilgendorf ein, der berühmteste Roboterrechtler in Deutschland aus Würzburg. Er sitzt auch mit anderen an der elektronischen Person, auch ein Reizthema, soll man Roboter verklagen können in Zukunft. Ja? Ich vermute, dass das so kommt und das Europäische Parlament hat das so vorgeschlagen. Die nächste Konferenz in London, wieder ein kleiner Sprung, war sehr speziell. Inzwischen gab es Anschlagsgefahr und konkret unsere Konferenz über Sexroboter wurde als Anschlagsziel auserkoren. Deshalb konnten wir nicht offiziell am Goldsmith, University of London, tagen, sondern mussten wirklich in den Untergrund. Und ich habe vorhin über Theologen geschimpft. Netterweise hat ein Pfarrer uns aufgenommen. Ein Pfarrer war so mutig, uns seine Gemeindehalle im Norden von London zur Verfügung zu stellen. Und dort konnte das Ganze stattfinden. Wirklich mutig. Er bekam auch deswegen Haue von der Presse wiederum. Aber ich fand es sehr, sehr traurig, dass die Konferenz unter den Unterumständen stattfinden musste. Dahinter steckt der berühmte David Levy, er ist Schachgroßmeister und Experte für Sexroboter. Und ja, sowas gibt's. Man muss sich seine Schwerpunkte suchen im Leben. Mein Thema war SSML for Sex Robots. Ich habe untersucht, wie man synthetische Stimmen mit Hilfe von SSML, ähnlich wie HTML, AIML und so weiter, manipulieren kann.
Mit der Uni Potsdam mache ich gerade ein entsprechendes Projekt, das untersucht in einer empirischen Untersuchung, wie bestimmte synthetische Stimmen wirken auf Menschen. Und ich habe bestehende SSML-Befehle untersucht und gezeigt, wie man Stimmen von Robotern manipulieren kann, dass sie in diesem Kontext passend wirken, und ich habe neue Befehle vorgeschlagen. Gut, und schon geht die Reise weiter in den letzten Minuten. Ich wurde freundlicherweise nach Fort Lauderdale eingeladen, Anfang des Jahres. Im Januar konnte ich meine ganze Arbeit, das ganze Spektrum vorstellen. Das war das Interesse dort gewesen. Das war die ISAIM hier, eine altehrwürdige Konferenz, die seit vielen, vielen Jahren stattfindet. Und ich durfte dort über Prototypen moralischer Maschinen vortragen. Und weil ich gerne das Schöne mit dem Angenehmen verbinde, war ich dann noch in den Everglades. So viele Alligatoren gesehen wie noch nie in meinem Leben. Es war wirklich faszinierend. Das Gute ist, wenn sie so rumliegen, ist alles gut, dann verdauen sie. Ja. Wenn sie durch die Gegend spazieren, nicht gut. Und dann ging es weiter nach Sanibel Island und so weiter. Dann noch der letzte Höhepunkt und wirklich ein Höhepunkt für mich. Ich durfte eine Keynote vortragen bei RoboPhilosophy dieses Jahr in Wien. Und wer auch eine Keynote gehalten hat, war Jonna Bryson. Und er, der vielleicht berühmteste Robotiker der Welt. Ich werde gleich sein berühmtes Ebenbild zeigen. Er ist eine faszinierende Person. Mir ist es bei wenigen Menschen auf der Welt passiert, jemand kommt in den Raum und etwas ist anders. Man denkt, was ist das? Und ich bin absolut unesoterisch und uninspiriert und ich bin sehr, sehr nüchtern. Und ich habe sowas bei zwei Menschen erlebt, bei Patti Smith, deren Konzerte ich mehrmals erlebt habe. Das ist faszinierend. Und er auch. Er kommt in den Raum und etwas ist komisch, aufregend. Er hat sehr interessante, Ishiguro hat sehr interessante Dinge gesagt über seine Roboter. Das ist Erika zum Beispiel und das ist sein Ebenbild. Dafür ist er berühmt geworden, natürlich sein Geminoid. Ich glaube, die meisten hier im Raum wissen, was der Uncanny Valley-Effekt ist. Menschenähnliche Roboter, die noch nicht ganz perfekt sind, erschrecken uns. Also Roboter, die sehr, sehr menschenähnlich aussehen, aber dann verrutscht ein Lächeln, dann stimmt irgendwas nicht und dann sind wir entsetzt. Das Ganze, der Effekt löst sich erst auf, wenn die Roboter, was sie im Physischen noch nicht sind, wenn die Roboter perfekt sind. Also wenn sie so aussehen wie bei Real Humans zum Beispiel, dann verschwindet der Effekt. Im Virtuellen ist er auch schon verschwunden unter Umständen, bei virtuellen Figuren. Was er gesagt hat, das hat mich schockiert und fasziniert. Er sagte, meine Roboter sind raus aus dem Uncanny Valley, aus dem unheimlichen Tal. Vor meinen Robotern erschrickt sich niemand. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Seine Roboter sind für mich voll im Uncanny Valley und trotzdem, er war für mich die aufregende Gestalt dieser Konferenz. Er ist unheimlich inspirierend. Und diesen Mut muss man erst mal sagen, zu sagen, ach, meine Roboter sind längst darüber hinweg. Das war wirklich faszinierend. Ja, wer ist wer? Was auch noch faszinierend ist, Ishiguro arbeitet auch hart an sich selbst, so möchte ich das mal ausdrücken, damit er seine Roboter nicht zu stark verändern muss, verändert er sich selber. Also er ist ein Produkt von Schönheitsoperationen und so wie er auf der Bühne stand, wirkt er wesentlich jünger als auf den Fotos, die früher von ihm gemacht wurden. Und das ist ganz faszinierend, also Roboter und er gleichen sich an. Jetzt komme ich gleich zum Ende. Auch neulich war ich wieder in Stanford und man sieht, es ist immer das gleiche Wetter. Das ist toll, das sind wirklich aktuelle Fotos, das habe ich neulich gemacht. Das ist das Wahrzeichen natürlich, der Hoover Tower. Und was ich dort vorgestellt habe, ist unser aktuelles Projekt, der BestBot. Wir kombinieren jetzt GoodBot und LieBot oder LügenBot. Wir holen die technischen Möglichkeiten aus dem LügenBot heraus, die starke Vernetztheit, beispielsweise, die ihn zu einem unheimlich mächtigen Tool gemacht haben. Wir wussten nie genau, was der Lügenbot sagt. Das war faszinierend. Sie sind technisch hier im Raume, die meisten von Ihnen sind viel weiter als wir. Wir packen unsere Projekte einfach in die Maschinenethik, das ist unser spezieller Fokus. Wir haben eine ganz primitive Maschine geschaffen, da ist nichts mit selbstlernenden Systemen und so weiter, da ist nichts mit neuronalen Netzen, aber die Maschine ist unheimlich mächtig durch die Vernetztheit. Und
eines hat uns fasziniert, die Bild-Zeitung hat den Lügenbot getestet und gefragt, einen Nachmittag lang, ja, Lügenpresse und so, ja, liegt ja nahe, und hat ihn gefragt, wer ist Angela Merkel? Und der Lügenbot hat gesagt, Angela Merkel ist Bundeskanzlerin und die beste Rapperin der Welt. Das war eine komische Lüge, also der vordere Teil war richtig und der hintere Teil war falsch. Wir hatten dieses System nicht mehr im Griff. Gut, aber diese Vernetztheit wollen wir weitertreiben. Wir schaffen den Bestbot, aber auf der inhaltlichen Grundlage des Goodbot. Der Bestbot soll Probleme des Benutzers noch besser analysieren. Er soll das machen über Gesichtserkennung. Der Bestbot hat Gesichtserkennung, speziell Emotionserkennung. Und das bringt uns wiederum neue Probleme. Das ist beabsichtigt. Wir schaffen in diesem Projekt der Maschinenethik, schaffen wir bestimmte Probleme uns vom Hals, würde ich sagen, aber wir schaffen uns neue Probleme, nämlich Probleme des Datenschutzes, Probleme der informationellen Autonomie. Der Benutzer wird jetzt durchleuchtet von unserem Bot und das wollen wir im Projekt auch diskutieren. Sollten wir Systeme schaffen, die bestimmte Probleme aus der Welt schaffen, aber neue Probleme auf die Welt bringen? Das habe ich in Stanford vorgestellt und noch ein anderes Projekt, nämlich stelle ich persönlich fest, dass die Physiognomik, wie es im Deutschen heißt, zurückkommt und ich halte das für eine unheilvolle Rückkehr. Ich wohne in Zürich, da fahre ich heute wieder hin und dort hat Lafferter gewirkt, der große Guru der Physiognomik. Lafferter wollte aus den Gesichtszügen den Charakter von Menschen herauslesen. Und das wird wieder versucht. Es gibt jetzt Gesichtserkennung, die versucht herauszufinden, welche sexuelle Ausrichtung jemand hat, die versucht herauszufinden, ob jemand kriminell ist oder wird, oder ob jemand moralisch so oder so unterwegs ist. Das ist sehr gefährlich, das kommt jetzt massiv. Und ich fürchte, Regierungen in der ganzen Welt werden sich das zunutze machen. Goethe hat ihn besucht, Goethe war anderer Ansicht. Goethe war der Meinung, das Leben gräbt sich einem ins Gesicht, aber wir können nicht einfach Eigenschaften aus dem Gesicht herauslesen. Das war mein Thema in Stanford. Dann ging es nach San Francisco, das sind die letzten 2, 3 Folien mit diesem wunderschönen Garten, den es dort gibt. Wir haben die Ausstellung besucht, Cult of the Machine, die sich sehr lohnt. Das ist ein Roboter, der stammt aus den 30er Jahren. Er hatte schon ein gewisses Vokabular und bestimmte Möglichkeiten. Und Asimov in seinen Geschichten aus den 40er Jahren, die dann auch zu iRobot und so weiter geführt haben, konnte schon auf solchen Erscheinungen, auf solchen Robotern aufbauen. Ja, und danach war ich natürlich wieder in Hawaii. Diesmal auf dieser wunderschönen Insel, wo Jurassic Park und King Kong gedreht wurde, am Schluss, und das ist die letzte Folie, in Palm Springs. Ich kann es wärmstens empfehlen. Es ist wunderschön zum Chillen da. Eine Wüstenstadt, wo Marilyn Monroe auch war, Elvis Presley. Dort habe ich die Ausstellung besucht von Andy Warhol, über Andy Warhol. Und er hat den wunderschönen Satz Jackson Pollock entgegengeschmettert, der gesagt hat, ich möchte Natur sein. Und Warhol antwortete ihm, ich möchte eine Maschine sein. Und damit bin ich am Ende, bedanke mich ganz, ganz herzlich. Vielen Dank.